mit einer Photovoltaikanlage die Wärmepumpe ganzjährig und ohne Kosten betreiben? Schön wär's. Sicher gibt es auch sehr moderne Technologien, die so etwas umsetzen könnten, wenn man hier zum Beispiel an die Wasserstofftechnologie denkt. Nur in der Praxis oftmals nicht wirtschaftlich umzusetzen. Somit ist der Gedanke, mit einer PV-Anlage die Wärmepumpe zu betreiben, nur teilweise richtig. Voraussetzung dafür ist eine Wärmepumpe mit einem intelligenten Energiemanagementsystem. Somit werden Informationen wie zum Beispiel Wetterdaten, Verbraucherverhalten und sonstige Energieerzeuger oder Energielieferanten verarbeitet. Ein einfaches Beispiel dazu. Die Warmwassertemperatur ist morgens im Pufferspeicher unter dem Sollwert. Normalerweise würde nun die Wärmepumpe einschalten und Wärme in den Pufferspeicher bringen. Der Energiemanager weiß aber, dass in Kürze Sonne und somit kostenfreie Energie zur Verfügung steht. Die Sollwertunterschreitung wird in einem verträglichen Rahmen geduldet und erst wenn eben die Energie vom Dach kommt, läuft die Wärmepumpe an. Das erhöht die Effizienz und senkt die Betriebskosten. Sicher ist aber, dass ein Großteil der notwendigen Wärme auch ohne Sonne von der Wärmepumpe allein erzeugt werden muss. Und damit wird Strom vom Netz bezogen.